Schutz oder Zwang, darüber wird auch im Zusammenhang mit Covid immer wieder diskutiert. Eine Kurzmeldung. Der Südtiroler Schützenbund pocht auf die Eigenverantwortung der Bürger im Zusammenhang mit den Covid-Bestimmungen. In einem offenen Brief an Landeshauptmann Arno Kompatscher und an den Landtag bedauern die Schützen, dass Südtirol die Verordnung der italienischen Regierung widerspruchslos übernommen und keine eigenständige Regelung gesucht habe. Der Schützenbund wolle die Gefährlichkeit des Virus nicht in Frage stellen, warnt aber davor, dass mit der Pflicht des grünen Passes am Arbeitsplatz ab 15. Oktober für viele die Existenzgrundlage gefährdet sei. Die Politik in Südtirol sollte sich von den nordeuropäischen Ländern ein Beispiel nehmen, wo die Grundrechte der Bürger noch einen höheren Stellenwert hätten, schreibt die Leitung des Schützenbundes.